Thülay, wir möchten unseren Kunden auf unserer Homepage gerne moderne Diagramme zur Verfügung stellen, und zwar entweder unternehmensinterne oder sogar externe Diagramme. Ist sowas möglich mit SAS? Mit SAS VAIA sind wir open. Wenn dir unsere 50 Diagrammtypen, die wir in Visual Analytics haben, nicht reichen, dann kannst du natürlich unternehmensinterne Objekte, Grafiken einbinden oder alle Grafiken, die im World Wide Web zu finden sind, kannst du hier wunderbar einbinden und das Besondere ist, mit deinen eigenen Daten befüllen und analysieren. Okay, cool. Kannst du mir das mal live zeigen? Ja, gerne. Lena, hier sind wir in Visual Analytics auf VAIA und auf der linken Seite siehst du die Objekttypen. Das sind über 50 Objekttypen. Wenn sie dir immer noch nicht reichen, dann kannst du unser Objekttyp datengesteuerte Inhalte nehmen. Die ziehst du dann auf die Oberfläche und könntest jetzt anfangen, sozusagen deine Daten dazu zu fügen. Und ich möchte dir hier die Beispiele dazu zeigen, was möglich ist. Und diese ganzen Beispiele sind bei uns hier auf dem GitHub gespeichert. Und du kannst da hier erstmal so einen Überblick bekommen, was gibt es. Also Kollegen haben da dazu genommen. Und danach zeige ich dir, wie man das tatsächlich sehr, sehr easy in Visual Analytics einbinden kann. Du siehst hier von ganz einfachen Grafiken, Farben hin zu dynamischen Grafiken, Objekttypen, die du findest. Und zum Beispiel hier gibt es ein Spinnennetz, die du auch hier mit deinen Daten füllen kannst. Zusätzlich dazu kannst du das natürlich filtergesteuert machen. Das ist nicht starr, wie du hier siehst. Du kannst hier deine Farben, Unternehmensfarben hinzufügen oder auch hier Filter setzen. Zum Beispiel auch noch eine Weltkugel, also 3D-Bilder kannst du ja auch locker einbinden. Du hast es hier gesehen, wie binde ich denn sowas ein? Also die sind jetzt alle auf dem GitHub, wunderbar. Ich muss wirklich eine einzige Sache machen und ich muss hier eingeben, diese URL, wo liegt denn wirklich diese HTML und kopiere das hier rein. Mehr muss ich nicht machen und zack, habe ich hier tatsächlich mein neues Objekt. Jetzt geht es darum, dieses Objekt mit Daten zu befüllen. Dazu gehe ich natürlich in meinen Datentopf. Ich zeige dir hier kurz, ich möchte zwei Cluster haben, größer 30 Jahre, kleiner 30 Jahre von meinen Kunden und wähle hierzu logischerweise die Kundenaltersgruppe. Dann möchte ich zu dieser Altersgruppe die Berufsgruppen, haben Berufsgruppen tatsächlich einen Einfluss, also Auffälligkeiten bezüglich der Schadenhöhe. Und natürlich auch Autotypen, welche Gruppe die Schadenhöhe in die Höhe treibt. Du siehst es, mit einem Klick haben wir das hier wunderbar dargestellt und du kannst hier nochmal schön weitere Analysen dazu bauen. Thülay, das heißt, wenn ich jetzt auf GitHub ein Diagramm gefunden habe, was mir gefällt, kann ich mir das dann auch abspeichern und für zukünftig beibehalten? Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch verschiedene Objekte in einer Grafik zusammen kombinieren und verknüpfen? Dazu habe ich dir hier ein Beispiel mitgebracht. Hier geht es um die Impfquote bezüglich verschiedenen Varianten. Du siehst hier auch tagesaktuell, wer wurde mit welchem Impfstoff geimpft. Und du kannst das tatsächlich, du siehst hier diese Objekte, die sind sehr außergewöhnlich, die baust du dann hier zu deiner Analyse. Hier auch wieder ein Beispiel. Wir haben die Weltkarte von die Karte von USA im Hintergrund und du siehst hier die Männchen, die auf dieser Weltkarte sind und entsprechend je nachdem, wie die Daten befüllt sind, ist dieser Männchen mehr befüllt oder weniger befüllt. Du kannst es mit einem Blick sehen. Hier unten im Süden, da ist die Impfquote noch nicht so hoch wie hier oben in New York in dem Bereich. Wie gesagt, du kannst das sehr schön miteinander kombinieren. Hier noch ein kleines Beispiel. Du kannst das mit Datenfilter dazu nehmen. Das heißt, du kannst verschiedene Städte aussuchen und dementsprechend füllen sich auch diese Spritzen. Das heißt, es ist alles wirklich sehr dynamisch. Und Thülay, eine Frage noch. Kann ich Data-Driven Objekte auch direkt auf meine Homepage integrieren oder ist das jetzt nur in der Visual Analytics Anwendung möglich? Lena, du kannst tatsächlich all deine Analysen sofort in deine eigene Homepage einbauen. Da können auch Intranet, Internet sein. Das ist alles kein Thema. Hier das Beispiel von The Economist. Mit ihnen haben wir ein Projekt gestaltet. Du siehst es hier, das ist eine externe Oberfläche. Und hier kann man zugreifen
Und alles, was ich jetzt mit Visual Analytics gebaut habe, siehst du hier. Das heißt, ich habe mir gewisse Objekte rausgesucht, hier eingebunden. Ich brauche dazu nicht Visual Analytics. Und zusätzlich ist es tatsächlich dynamisch. Das heißt, wie du hier siehst, wenn ich einen Filter setze, dann verändert sich auch die komplette Grafik. Cool. Also das wird unseren Kunden sicherlich gut gefallen. Freut mich.